Hallöchen zusammen, weiter geht's mit einer neuen Episode The House of Da Vinci Teil 3. Wir stehen hier gerade mitten in der Straße in den Slums und schauen uns gleich mal um, wo wir denn hier weiterkommen. Wir müssen ja einen geheimen Weg finden, um diesen Handschuh zu bekommen. Na, das sieht doch schon mal aus, als ob man hier irgendwas machen kann. Oder auch nicht, eventuell auch noch nicht. Na, vielleicht doch nicht. Dies ist die Tür zu dem Haus, in dem Borgia wohnt. Aber sie ist komplett verbarrikadiert. Eine Axt könnte helfen. Ah ja, jetzt sind wir also einmal auf der anderen Seite gelandet. Hier geht's nicht hin. Nach oben können wir auf jeden Fall die Treppe nehmen und umdrehen geht nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch. Das hier hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Ich glaube, das ist dieses Gebäude, von dem gesprochen wurde, dass das komplett zerstört wurde. Aha! Aha! Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Mhm. Der Boden ist beschädigt, es wäre gefährlich, dort zu laufen. Dann nutze ich gleich mal das Portal. Das war ja schon ganz gemütlich hier, als noch nicht alles zerstört war, nicht wahr? Hier hängt noch die Wurst rum. Schöner Bierkrug. Ein paar Säcke voller Reis oder keine Ahnung was, Mehl. Erstmal hinter die Bar. Ein paar ausgestopfte Katzen. Oder wahrscheinlich, nee, die sind ja gar nicht ausgestopft. Zu dem Zeitpunkt hier waren die tatsächlich noch am Leben. Hey, Mietz. Kann ich aber nichts machen. Die gucken hier einfach der Wurst hinterher. Na gut, dann schauen wir mal, was das für ein Rad ist. Ach! Aha! Müssen wir wahrscheinlich einfach mal ausprobieren. Mhm. War hier nicht? Wollte schon sagen, hier war doch gerade so eine Hand. Ach, aber das ist blockiert. Wie kann ich das entsperren? Wahrscheinlich nur hier, wenn ich irgendwas habe. Drehen wir mal weiter. Mhm. Ein Griff mit zwei Vorsprüngen. Den würde ich dann mal an diesem Teil hier benutzen. Moment. Na, oder kann ich hier auch gucken? Ah, ich kann mich auf jeden Fall hier umgucken. Ein paar Flaschen, noch irgendwelche Keulen. Okay. Mhm. Oh! Mhm. Ich bin wieder in der Gegenwart, der Kamin ist allerdings aus. Die Katzen sind weg. Ich kann aber noch am Rad drehen. Klackert nur nicht mehr so schön. Mal kurz umgucken. Ach, geht gar nicht. Kann ich hier gar nicht mehr reinschauen? Habe ich da also irgendwie, weiß ich nicht, ein Feuer gelöscht? Ich meine, da hatte ja eigentlich nur der Kamin gebrannt, aber so für die Zukunft? Hm. Gut, das täuscht alles, auch wenn hier die Lupe ist. Das ist kein anderer Bereich. Hier unten? Nee, man kommt überall zur gleichen Stelle. Die Tür ist verschlossen. Gut. Sieht aber wirklich gemütlich aus hier. Schauen, was am Kamin los ist. Okay. Wie hat das gerade geklappt? Was habe ich gemacht? Bin ich durch den Kamin gekrabbelt?
Eieiei. Ein geheimes Zimmer, was man durch den Kamin erreicht. Das ist ja witzig. Oh. Ein Wappen und eine Nachricht von wem auch immer. Lieber Sohn, ich bin zufrieden mit deiner Führung der päpstlichen Armee und freue mich über das diplomatische Geschick, mit dem du es geschafft hast, die Armee des französischen Königs in deine eigene zu integrieren. Das wird in den kommenden Tagen sehr wichtig sein. Die Zeit für ein souveränes Gebiet, das nur von unserem Haus, dem Haus Borgia, regiert wird, ist gekommen. Ich habe gehört, dass du die Probleme mit der Verwendung von Schießpulver bei deinen Söldnern hattest. Lerne von den Franzosen. Was nützen uns Verbündete, wenn wir sie nicht richtig einsetzen? Zum Schluss noch das Wichtigste. Wie läuft es mit den Plänen, die du Meister Leonardo gegeben hast? Ich verstehe, dass es eine große Aufgabe ist, aber du musst unbedingt die Kontrolle über den Fortschritt seiner Arbeit haben. Es ist mir egal, wie du es anstellst. Dein Vater, Rodrigo de Borgia, Alexander N. Pont Max, 1496, Vatikan. Okay, oder? Ach nein, Moment, das sollte, glaube ich, Alexander der VI. Heißen. Na, ihr wisst schon bestimmt, was da steht. Interessant, interessant. Wir gucken mal hier ins Notizbuch, wenn es denn geht. Ah ja. Es war nicht leicht, aber ich bin in das Haus gelangt, in dem sich Borgia in Rom versteckt. Der Raum, in dem ich mich befinde, wird von einer großen Karte von Norditalien dominiert, die für ihn offensichtlich wichtig ist. Offensichtlich muss ich weitergehen, aber es gibt noch keinen direkten Weg hinein. Und ja, hier sind die ganzen Orte. Hier ist der Brief von eben. Gucken wir uns einfach mal um. Hier ist schon mal ein Maschinchen. Guck mal kurz das Wappen an. Ah ja. Das wird irgendwann irgendwo befestigt. Ah, hier geht noch nichts. Hier oben. Kommt das hier ran? Ja. Gut, jetzt haben wir hier die ganzen Orte und können wahrscheinlich auch was bewegen. Irgendwelche Positionen oder was auch immer. Hier geht auf jeden Fall nichts mehr dran. Bologna, Imola, Forli, okay. Ah, aha. Ich teste hier einfach mal kurz. Ich weiß nur nicht, was ich hier mache. Bestimmt muss ich die in einer bestimmten Reihenfolge hier auswählen oder so. So, da dreht sich nicht richtig, ne? Mhm. Okay. Die Muster müssen dann stimmen. Also Kreis links unten, Dreieck oben. Kann ich das ganze Ding denn hier irgendwie drehen? Irgendwie nicht, ne? Das bewegt sich einfach nur. Aber mir fehlt die Idee. Ich setze das mal hier hinten hin. Mein Muster sind ja zu sehen. Die beiden haben irgendwie funktioniert. Wenn vielleicht, wer der Halbkreis unten ist, dann funktioniert irgendwas oder auch nicht. Oder, ach Moment, vielleicht auch einfach nur hier, weil es das Muster ist. Ja, guck mal. Und jetzt hat sich das hier gedreht. Ach so. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Gut. Dann waren die anderen beiden ja mal richtiger Zufall. Da ist noch mehr hinzugekommen. Wo ist denn hier mein Dingens? Da oben.
brauche nochmal ein Dreieck und einen Kreis. Hier. Okay. Hier, San Marino. Ich hoffe, das ist richtig, was ich mache. Was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und irgendwas scheint ja auch zu passieren. Ach, aber hier? Hier nicht. Warum? Haben wir noch ein anderes? Hier unten? Auch nicht. Und hier? Ja. Ach so, wahrscheinlich auch, weil die Färbung, na klar, jetzt ist das ein schwarzes Dreieck und kein helles. Okay, also ich brauche ein schwarzes Dreieck und ja, hier. Oh, nein! Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich gucke erstmal nach einem dunklen Dreieck hier. Aber das muss ja auch richtig ausgerichtet sein, nach unten. Da haben wir gar nicht so wirklich was, oder? Oder ist es tatsächlich egal, ob das nach unten zeigt und dann wäre es das hier? Das werden wir gleich sehen. Es ist tatsächlich, oder? Nee, es ist nicht egal. Es ist nicht egal, ich habe gehofft. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Aber so viele Optionen habe ich ja nicht. Schwarzes Dreieck nach unten. Ich habe die nur in andere Richtung. Ich kann es natürlich trotzdem mal probieren da, auch wenn es nicht das richtige Muster ist. Da funktioniert es wieder. Okay, ich verstehe das nicht ganz, warum es manchmal geht und manchmal nicht. Ach, schaut mal, jetzt sieht man die Städte. Ein Dietrich! Ich kann irgendwo einbrechen. Finde ich gut. Kann ich noch irgendwas machen? Außer mir hier die Örtchen angucken. Ich meine, ist eine schöne Karte. Ist auch wirklich cool, dass das hier so interaktiv ist. Aber mehr kann ich nicht machen. Ja, dann gucken wir uns mal die Maschine an. Was kann man hier machen? Eine rote Markierung. Hier kann man bestimmt an der Seite ziehen. Ah, es ist blockiert. Hier oben geht noch nichts. Na, da kann ich nicht hin. Das ist ja interessant. Da ist eine Lupe, aber ich kann nicht hin. Was ist denn das hier für eine Zange? Ah, ist alles blockiert. Unten geht nichts. Blockiert. Also den Dietrich, wie sieht der aus? Nee, da brauche ich schon ein Schloss für. Ist ja irgendwas, wo man Dietrich benutzen kann. Ich meine, hier ist ja was blockiert. Oh, was ist das? Da ist eine Null. Ist ein Blasebalg. Aber da geht nichts. Ich hätte ja gehofft, dass hier oben was ist, aber noch irgendwie nicht. Nur hier an der Seite. Und hier ist ja kein Schloss. Da kann ich also auch nichts lösen.
Vielleicht die Tür hier hinten. Oder auch nicht. Also ich komme nicht hinter das Teil. Na gut. Nehmen wir das jetzt erstmal so hin. Was war denn hier noch? Auch erstmal nichts. Ah, hier. Hier. Eine Falltür. Oder eine geheime Luke. In den Keller oder wohin auch immer. Ich hoffe, das ist eine schöne Schatztruhe. Ich hätte gern einen schönen Schatz. Okay, das ist nichts. Aber hier, das sieht schon so aus wie Schleifspuren. Also als ob man da irgendwas langziehen kann. Erstmal hier ran. Oh. Ich kann den Brunnenmechanismus nicht bedienen, wenn ich die Kurbel nicht repariere. Endlich wie eine kaputte Kurbel. Eine Öllampe. Mhm. Ist auch Öl drin? Vielleicht. Wir werden es sehen. Spätestens, wenn wir sie irgendwie brauchen, wird sie hoffentlich dastehen. Okay, hier geht erstmal nichts weiter. Hier oben? Nee. Immer die gleiche Ansicht. Dann gehe ich mal an die Truhe. Da fehlt ein Schalter. Die wird ja wohl kaum passen. Ah. Ah ja, weil das Ding blockiert. Verstehe. Ja. Daran scheitert es. Ich brauche also so ein Nopsi hier. Mhm. Dann gehen wir mal nach oben, oder? Wenn das geht. Das ist natürlich die Frage. Oder gucken wir mal. Hier geht nichts. Hier komme ich auch gar nicht weiter. Kann ich gar nicht hin. Ich möchte gerne nach oben, danke. Ich möchte nicht die Leiter hoch. Ich möchte gerne da hoch. Haben wir hier denn noch irgendwas, was ich sehen kann? Was ist denn hier oben? Das sieht doch auch aus wie so ein Schalter. Aber den kann ich nicht benutzen. Okay, mhm. Jetzt hat sich das da gelöst. Oh, da können wir irgendwas ausstanzen. Boah, da brauche ich bestimmt irgendwie eine Karte oder irgendwas. Da muss was rein. Kann da die Lampe rein? Aber das wäre komisch, oder? Nee. Hier muss aber was rein, nur nicht die Lampe. Aber jetzt haben wir schon mal gesehen, dass man hier was machen kann. Und dann ist das auch blockiert und irgendwann kann man hier was mit anstellen. Gut. Ja, ja, ja. Na gut. Nehmen wir das erstmal so hin. Kann ich oben die Öllampe benutzen? Wo könnte denn die hin? Kann die hier rein? Da drauf? Mhm. Ah. Na, dreh noch ein bisschen. Ich würde das gern verknüpfen. Das geht wahrscheinlich nicht. Oh! Feuer! So, jetzt brennt das ganze Ding. Und was kann ich jetzt hier machen? Das sieht ja aus wie so eine Lunte. Kann ich ja zumachen? Oh! Oh oh, ich habe gezündet! Oh mein Gott, was passiert da jetzt? Ich sehe es gerade, hier ist ja die Lunte. Ach, herrje.
Gut, ich habe Italien abgefackelt teilweise. Schön oder auch nicht? Meine Vermutung war richtig. Ich habe es geschafft, einige Quadrate auf der Karte zu markieren. Und ich bin sicher, dass ich Borgias Geheimnissen einen Schritt näher gekommen bin. Ja, und ich habe gezündet. Ich habe den Vorhang zerstört. Aber hier ist was hinter. Ein Werkzeug mit Drehgriff. Kann ich aber leider nicht mit interagieren. Hier oben, da geht auch nichts. Aber hier ist noch mal eine Lunte. Vielleicht muss ich noch mal irgendwann was anzünden. Dieses Werkzeug, wo kann das ran? Schraubendreher. Hier an der Seite, oder? Da war doch so ein. Nee, nicht. Doch. Hier vielleicht? Da ist auch so ein Schlitz. Hier fällt immer alles runter. Die Schwerkraft wieder. Kann ich die Sachen bitte aufheben? Ich möchte das wieder haben. Dankeschön. Dann halt nicht. Ach so, hier ist nur die Zeichnung gelandet. Gut. Es ist nichts passiert. Ich glaube, es fehlt noch etwas in der Maschine. Oh. Oh, hier. Guck mal. Eine Perlenschraube. Das ist dieser kleine Schalter, den ich brauche. Warum fällt denn hier eigentlich immer alles auseinander? Ich gucke mich da oben nochmal um, aber erstmal gehe ich runter. Ich möchte die Truhe aufmachen. Quietsch. Sehr schön. Oh. Eine Metallkarte. Noch was? Nein. Gut. Die kommt jetzt sicher hier rein. Das ist ja witzig. Möchte ich das bitte nochmal machen oder geht das da nicht? Oh. Aber ja, da brauche ich bestimmt die richtige Reihenfolge. Oder kann ich ja alle einfach mal durchstechen? Oh, ich hoffe, es gibt irgendwo noch eine. Wahrscheinlich ist es so, dass diese Walze das Ganze wieder zurücksetzt. Ich probiere das mal ganz kurz aus. Moment, ja, einmal zurück. Ah, perfekt. Gut, dann brauche ich irgendwoher die Info, wie ich diese Karte hier benutze. Ach, schaut mal. Ah. Also hier. Das sind die. Das mache ich direkt. Kannst mir natürlich nur wieder nicht merken. Okay, die beiden unten links. Moment, erstmal so. Also hier. Und da. Dann in der zweiten Spalte die ersten beiden. Dann die beiden daneben. Und zuletzt das zweite und das letzte. Fehlt noch was? Nö, nö. Also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Gut, ich würde die Karte dann einfach wieder mitnehmen, oder? Was anderes fällt mir da jetzt nicht ein. Schauen wir mal, wo wir die dann noch gebrauchen können. Ist hier noch was an der Kiste? Da ist nichts. Na gut, dann ab nach oben. Ja, hier, das ist auch die Abbildung, wie das im Buch ist. Okay. Aber das habe ich ja auch so gemacht, ne? Das ist ja hier die 4, die 2, die 2. Sieht gut aus. Dann muss bestimmt hier noch irgendwas am Maschinchen passieren. Hier unten wahrscheinlich. Nee, ich wollte die nicht wieder haben. Ich wollte die eigentlich wieder hier reinschubsen. Es scheint, dass ich den Metallrahmen schließen muss, bevor ich erwarten kann, dass die Maschine funktioniert. Wie kann ich denn den Metallrahmen hier jetzt? Kann ich denn? Ich nehme das dadurch immer wieder raus, weil ich hier gar keinen Anhaltspunkt habe, wo ich hingreifen kann. Wie kriege ich den Rahmen hier wieder zu? Vielleicht an der Seite, vielleicht. Nein, da wollte ich nicht hin. Vielleicht einfach drehen. Irgendwie muss es ja gehen. Aber drehen kann ich auch nicht. Ich möchte das bitte wieder hochklappen. Danke. Hier einfach klappen. Geht aber nicht. Hier passiert auch nichts. Dann nimmt er jedes Mal das Ding wieder raus. Hier ist halt auch nichts, wo man. Ach, Moment, Moment. Vielleicht ist es das. Der Knopf. Na klar. Ist ja auch so ein Zeichen wie Schublade rausfahren. Okay. Was auch immer da jetzt gerade vor sich geht. Nummer 2. Nee, das wollte ich nicht. Gut, der ist hier noch gesperrt durch den anderen. Das sieht aus wie ein Gewicht oder irgendwas. Weil hier unten ist doch auch noch was passiert, oder? Habe ich das jetzt falsch gesehen? Obwohl, das ganze Ding ist ja einfach runtergekracht. Ach, das sollte, glaube ich, das Symbol sein. Hier, da. Soll ich was einfüllen? Ich finde diese Apparaturen wirklich cool. In jedem Teil bisher. Wer sich das ausdenkt, richtig gut. Kann ich hier nochmal pumpen? Acht. Aha. Sieht aus wie Sand. Also es leuchtet zwar, aber ich weiß gar nicht, kann sein, dass hier einfach die Zeichnung noch ergänzt wurde. Denn mehr ist hier nicht passiert. Bin verwirrt. Aber jetzt ziehe ich einfach mal hier am Schalter. Oder am Hebel. Am Griff, wie auch immer. Oh, oh Gott. Oh. Wow. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass hier auch noch Kanonen abgefeuert werden. Hui, hui, hui. Kann ich hier nochmal? Jetzt ist es alles wieder zu.
Ja, dann schaue ich mich mal kurz da vorne um. Nee, ich will nicht hier an der Maschine hängen. Ich möchte da vorne hin. Hier oben Kreuz. Was auch immer hier hintersteckt. Zahnrad. Ach, die kann man auch noch drehen. Muss ich die verbinden? Geht's hier los? Gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es da losgeht. Es wirkt auf mich so, dass ich hier einen Weg erstellen muss. Wobei es ja dann auch schon so ein bisschen endet, ne? Ich meine, klar, hier kann man lang, hier führt der Weg vielleicht auch weiter. Vielleicht bilde ich mir das jetzt aber auch irgendwie ein. Hier oben ist noch ein bisschen komisch. Ich zieh mal kurz hier dran. Oh! Was? Was ist denn da passiert jetzt? Hier, da muss was rauskommen. Kann das sein? Na? Also irgendwas passiert da. Oder hier, das hat noch was mit dem Weg zu tun. Hier oben geht's los. Hier runter. Hier mit dieser Lunte, die da noch ist. Oh, wobei, hier oben kann ich ja auch noch mal was machen, ne? Ah, nee, kann ich nicht. Schade. Ja, was könnte das hier sein? Na. Ich würde hier gerne noch mal den Griff betätigen. Also dann kommt es nur da unten. Also hier schießt es durch, ne? Hier geht's los. Es schießt da lang und es geht dahin. Das heißt, es muss nach oben und ich muss nach oben zum Kreuz kommen. Okay, dann anders. Es geht nach oben. So, dann drehe ich so. Dann geht's hier rüber. Jetzt sollte es passen, oder? Hier so, zack, 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 zack. Theorie klingt gut. In der Praxis auch okay. Endlich wieder ein geheimer Raum. Gehen wir doch mal rein.